Das ist er, der neue Mercedes AMG GT. Ich bin vor ein paar Wochen schon damit gefahren, leider nur mitgefahren, mit dem neuen AMG-CEO Michael Schiebe. Da war der Wagen noch getarnt. Jetzt sehen wir ihn hier enthüllt in seiner vollen Schönheit. Das ist ein Bruder des SL. Den gibt es schon seit ungefähr anderthalb Jahren. Der wurde auch von AMG entwickelt, zum ersten Mal. Früher war SL bei Mercedes. Das haben jetzt alles die Affalterbacher übernommen. Und die hatten natürlich das Ziel, hier einen richtig coolen Sportwagen hinzustellen. Allerdings mit der Prämisse, hier, der muss auch Alltagstauglichkeit können. Vielen Kunden war der alte GT wohl etwas zu sportlich. Deswegen gibt es hier so ein paar Details, die sie jetzt verändert haben, damit man ihn wirklich auch als Gran Turismo, als Cruiser und als Alltagsauto nutzen kann. Eins davon schauen wir uns jetzt am Heck an. Wer das Heck des AMG GT sieht, und die meisten sehen wahrscheinlich vor allem das Heck, weil er so schnell vorbei ist, der sieht hier einen ganz klassischen reinrassigen Sportwagen, ein breites Heck, vier Auspuffrohre, Carbonflügel. Das ist schon richtig dynamisch im Stand. Aber der AMG GT will ja auch alltagstauglich sein und alltagstauglicher als sein Vorgänger, was man unter anderem am Kofferraum sieht. Das fängt an bei Features, die wir aus Limousinen kennen, aus Kombis kennen, dass man hier den Kofferraum per Fußkick öffnen kann und geht beim Volumen weiter. 250 Liter Kofferraumvolumen, das sind 75 mehr als beim Vorgänger und zwar hier bis zur Rollokante. Man kann auch noch ein bisschen höher stapeln. Und es gibt optional eine Rückbank. Wer die nicht ordert, bekommt hier eine starre Wand mit Teppich verkleidet. Aber die Rückbank hat noch den Vorteil, man kann hier umklappen und bringt dann auf jeden Fall das Golfgepäck oder mit ein bisschen Geschick und ausgebautem Vorderrad auch ein Fahrrad rein. Weiterer Vorteil der Rückbank oder auch der Ablage, die man abordern kann, ist, die Vordersitze gehen weiter zurück. Das heißt, auch große Menschen wie ich, 1,97 Meter, können im AMG GT gut sitzen. Aber Komfort und Alltagstauglichkeit ist ja nicht alles bei so einem Auto. Es gibt auch ganz viel hier, was die Sportlichkeit ausmacht. Und das erklärt uns jetzt Matthias Schmidt, der Produktmanager des AMG GT. Matthias, du bist Produktmanager für den AMG GT und genau der Richtige für die Frage, die wahrscheinlich viele beschäftigt. Warum ist es ein AMG GT und kein SL Coupé? Also das sieht man schon eigentlich auf den ersten Blick, wenn man sich das Fahrzeug anschaut, dass das kein SL sein kann und dass es klar ein GT ist. Man sieht es an den Sportwagenproportionen. Wir haben eine lange Motorhaube, ein langes Greenhouse, aber auch sehr breit ausgestellte Kotflügel. Allein das macht das Auto schon einzigartig, aber es fängt auch schon in der Front an, wenn wir zur Front gehen und uns das anschauen. Er ist sofort erkennbar als ein AMG GT. Das heißt, wir haben hier ein eigenständiges Lichtdesign auch. Wir haben ein bisschen die Anlehnung an den Black Series, an den Vorgänger in dem Frontdesign. Wir haben sehr große Kühllufteröffnungen und seitlich nochmal Aerodynamikelemente, die sogenannte Air Curtain, der die Luft um die Räder leitet. Dann sieht man außerdem unser Tagfahrlicht, das Signature-Design für den GT, was wir dann später im Heck auch nochmal sehen. Da haben wir das wieder übernommen, das Design. Das heißt, das Auto, sobald es einem entgegenkommt oder man hinterherfährt, erkennt man sofort als AMG GT. Auch wenn man das Stoffdach nicht sieht. Auch wenn man das Stoffdach nicht sieht. Nee, dafür haben wir jetzt hier ein Panoramadach zum Beispiel, was der Kunde optional wählen kann. Damit kann er auch sagen wir, von innen nach außen schauen zumindest. Und du hast ja gesagt, eigenständige Front, er ist auch breiter als der SL. Er ist breiter als der SL, es ist auf der Vorderachse knapp 40 mm breiter auf einer Achse, aber es ist auch komplett eigenständig. Also man sieht auch, die einzigen Teile, die wir übernommen haben vom SL tatsächlich, sind die Türen. Aber das ist auch alles. Der Rest ist hundertprozentig eigenständig. Aber das ist noch viel mehr, was man nicht sieht, was unter der Haube ist, was am Fahrwerk ist, was die gesamte Technik in dem Fahrzeug ist einfach GT-spezifisch. Wir haben sehr viel daran gearbeitet. Nicht nur die Applikation oder die Programmierung der Software ist für den GT-spezifisch. Wir verwenden zwar den gleichen Motor, den gleichen Antriebsstrang, aber die gesamte Regelung, zum Beispiel eben auch von dem Allrad, von unserem vollvariablen Allradsystem, ist spezifisch nur für den GT. Genauso auch das Fahrwerk. Wir haben hier das AMG Active Ride Control System, was ein Bankstabilisierungssystem ist, was wir zwar aus dem SL kennen, aber nochmal ganz klar für den GT ausgelegt ist. Das heißt aber auch, ich war vor zwei Wochen mit dem CEO unterwegs, da wollte er noch nicht über die Daten reden. Hier ist jetzt der V8 unter der Haube, den wir aus dem SL 63 kennen, 585 PS. Aber du hast gesagt, schneller als im SL.
Genau, das Fahrzeug beschleunigt tatsächlich viel schneller von 0 auf 100 als ein SL. Ein SL macht es in 3,6 Sekunden. Unser GT63 schafft es in 3,2 Sekunden. Und wir haben vorhin viel über den Alltagsnutzen gesprochen. Sportlichkeit ist das eine. Habt ihr das Auto auch nochmal in Sachen Komfort, Alltagstauglichkeit hin optimiert oder ist er da auf SL-Niveau? Ja, überschneiden sich so ein bisschen. Wir haben die Spreizung zwischen Komfort und Sport einfach deutlich größer gemacht. Das heißt, wir sind performanceseitig auf dem Level von dem Vorgänger, aber komfortseitig sind wir deutlich besser geworden. Das heißt, wir, durch die ganzen Systeme, die wir zum Fahrzeug haben, allein vom Fahrwerk, die Hinterachslenkung, die wir haben ein elektronisches Sperrdifferenzial und so weiter. Wir haben sehr viele technische Details drin, die das Auto sowohl sehr sportlich als auch komfortabel machen. Das heißt, wir können eine sehr große Spreizung darstellen zwischen den Fahrprogrammen. Spannende Frage, die jetzt alle noch interessiert ist, wann kommt er und was kostet er? Ja, zu den Preisen können wir noch keine Auskunft geben, weil sie noch nicht mal feststehen für das Fahrzeug. Aber ich glaube, da kann man sich so ein bisschen am SL auch orientieren. Die ersten Fahrzeuge ausliefern werden wir sicherlich Anfang nächsten Jahres. Dann freuen wir uns, haben wir jetzt noch ein paar Monate Zeit, uns zu freuen. Vielen Dank. Genau. Sehr gerne. Wir sehen jetzt hier am Heck den Flügel aus Carbon. Der ist nicht Serie, der ist ein Teil eines Aerodynamikpakets. Richtig, genau. Was bringt das? Wir bieten für den Kunden, der das Auto ein bisschen expressiver haben möchte, aber auch funktional, das heißt Abtrieb generieren möchte, ein Aerodynamikpaket an. In dem Fall eben, wie man es hier gut sieht, mit dem feststehenden Heckflügel, als auch weitere Elemente am Fahrzeug. Wir sehen auch hier im Heckbereich die Flicks seitlich, die das Fahrzeug verlängern und den Luftfluss einfach optimieren, genauso wie unten das Blade unter dem Diffusor ist noch im Paket enthalten und dann eben in der im vorderen Bereich in der Frontschürze auch nochmal Elemente, die den Luft oder die Performance letztendlich verbessern. Performance und Dynamik. Ich habe was von einem Drift-Mode gehört. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, genau. Wir können hier in dem Fahrzeug einen Drift-Mode darstellen. Das heißt, da wird die Vorderachse abgekoppelt sozusagen und man fährt nur noch auf der Hinterachse, sodass der Kunde so ein bisschen das Gefühl vom Vorgänger auch hat. Es macht einen nicht schneller auf der Rennstrecke, aber es macht unheimlich viel Spaß und gibt ein Grinsen im Gesicht. Ich habe den Schlüssel ja schon in der Tasche. Ich würde das jetzt gerne ausprobieren, aber ich glaube, ich muss ihn dir wieder geben. Heute nicht, ne? Andermal.